Fröhlichen ersten Advent. Ja, heute ist der erste Advent und ja, das werde ich dann heute auf der Map hier spielen. Und zwar nicht nur heute, sondern ich werde die Map hier an allen vier Adventstagen spielen. Und zwar werde ich das so machen, dass ich an, ja, an jedem Adventstag, ja, ein bisschen weiter spiele. Das heißt, ja, ich spiele jetzt so weit und dann so weit und am vierten Tag werde ich dann die Map zu Ende spielen. Ja, die Spieldauer beträgt eine Stunde, steht da beschrieben auf dieser Seite von dieser Adventure Map. Ja, und da müsste es eigentlich mit 15 Minuten Parts hinkommen. Wenn weniger oder mehr, ist ja auch nicht schlimm, ne? Hauptsache, ich habe mein Video dann zusammen. Ja, auf jeden Fall wird es dann jeden Advent so ein Video geben. Ja, und da könnt ihr euch freuen. Also, ich finde das hier richtig schön hier, also die Adventure Map, ne? Ja. Toll, Geschenke. Wenn du dich genug gefreut hast, geh nach unten. Ja, dann legen wir erstmal los. Wir sind hier der Weihnachtsmann und müssen hier die Geschenke an die lieben Kinder verteilen. Ja, unsere Truhe, da ist nichts drin. Mann, rote Geschenke. So, ja. Zwei Slaps sind ein grünes Geschenk. Ach so, ja. Gut. Ne, Musik wollen wir nicht hören, ne? Hier kannst du Musik machen, aber nee. Will ich nicht hören. Also, ja, noch. Hören nicht. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Lass mal, will ich nicht. Und dann bauen wir schön die Geschenke hier ab, ne? Ja. Schöne Geschenke. Ja. Dreh dich um. Ne? Ich soll mich umdrehen. Ah. Kleiderschrank. Das ist also mein Kleiderschrank. Ja, nimm dir so viel Sachen aus der Kiste, wie du brauchst. Aber denk daran, dass du sterben kannst. Was? Ich kann sterben? Nein! Ich will nicht sterben! Aber, ja, okay. Ein Bild von Dagobert Duck ist das, glaube ich, ne? Schön. Ja, schön. Dem klaue ich jetzt seine Sachen. Leather Cap. Ja, Leather Tunic. Die ganzen Weihnachtsmann-Sachen. Und dann klauen wir uns noch Schneebälle. Und ein Goldschwert. Cookies! I love Cookies! Ja. Potion of Regeneration. Holen wir uns auch noch mal ein bisschen. Ja. Schön eingekleidet. Dann klein. Ja. Wollen wir jetzt das Haus verlassen, also kleiden wir uns erstmal ein. Ja. So, damit man auch erkennen kann, dass ich der Weihnachtsmann bin, sehe ich jetzt so aus, ne? Ja, ich bin der Weihnachtsmann. Juhu. Hier geht's dann, denke ich, weiter. Elfe. Also Elfe sagt das mir. Gut, du bist wach. Wenn du dich fragst, wer du bist. Ja, wer du bist. Schau dich an. Natürlich, der Weihnachtsmann. Juhu, ich bin der Weihnachtsmann. Juhu, juhu. Regeln, keine Cheats, Hacks oder Mods. Na, mach ich doch nicht. Mach ich doch nie. Wann habe ich denn das letzte Mal gecheatet? Nein, nein, nein. Spiel auf easy. Ja, dazu muss ich sagen, ich spiele auf peaceful. Dann sieht man hier, weil, ja, sonst mit den Monstern ist es eigentlich kein Problem. Aber das Doofe ist, wenn man stirbt, dann muss man von Anfang an wieder anfangen. Das ist zwar auch nicht das Problem, aber das große Problem sind die Creeper. Ja, die zerstören mir einfach meine ganze Map und das möchte ich nicht, weil sonst kann ich nicht weiterspielen. Und das ist, ja, dann richtig schade. Deswegen habe ich das mal vorsichtshalber ausgeschaltet. Keine Blöcke setzen oder kaputt machen, außer man sagt es dir. Verstanden, Chef. Viel Spaß, Diamanten sind gut. Juhu, Diamanten sind gut. Diamanten sind gut. I love Diamanten, die bringen viel Geld. Juhu. Ja, viel Geld ist immer toll. Haben wir doch direkt unseren ersten. Ein Bow, ein Bogen. Sollen wir Brot? Brot mitnehmen? Weiß ich nicht. Nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Was ist das hier? Aua! Aua! Was ist das? Achso, das ist so ein Kaktus, ne? Ja. Der wurde ja auch in die Weihnachtsverkleidung gestopft. Ich habe ja jetzt ein Weihnachts-Texture-Pack drin. Lesen wir uns mal die Geschichte durch. Nun die Geschichte. Du wachst auf. Siehst Geschenke, weißt nicht, wer du bist? Ein Elfe sagt dir, du seist der Weihnachtsmann. Doch du glaubst es nicht. Du gehst zum Spiegel und siehst, es ist wahr. Du bist es. Du bist überwältigt. Was machst du jetzt? Es ist der 23.12.2012. Nee. Ja, okay, 2012. Nee, ist es jetzt nicht, aber okay. Und du musst noch Geschenke verteilen. Also hol dir die Geschenke von oben. Ich hab mir die doch schon runtergeholt, von daher, ja, da muss ich nicht nochmal nach oben gehen. Ja. Sie waren nicht für dich. Dann geh nach draußen. Nicht für mich? Schade. Also ich würde die gerne haben wollen. Ja. Also so Geschenke sind doch toll.
Elfe, noch was Wichtiges. Die grünen Geschenke sind für die guten Kinder und die roten für die bösen. Also pass auf, viel Glück. Ja, die roten, das sind TNTs. Okay, ein TNT-Geschenk müssen wir dann wohl, ja, an ein böses Kind geben, damit es explodiert. Ja, wir jagen die bösen Kinder in die Luft. Ist doch auch mal was Schönes. Ja, mit so einem Stone Slap, ja, das geht halt an die guten Kinder. Nehmen dir einen Schlitten und fahren Richtung Dorf. Tu die Geschenke in den Wagen und schickst es los. Ja. Geschenk. Geschenk. Rein. Schubst. Schubst. Yay. Ja, jetzt muss ich nur noch selber damit fahren, ne? Ja. So, einsteigen und losfahren. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Jetzt fahren wir. Juhu. Wir fahren Richtung, weiß ich nicht. Ja. Aua! Ey, jetzt fahr ich zurück! Ey, wir wollen nicht zurück! Hallo! Hallo! Nein! Okay, egal. Egal, dann laufen wir halt das kleine Stück. Hat uns jetzt hier ein bisschen rausgeworfen, ne? Aber, ja, das kleine Stück hier, das können wir auch laufen, ne? Das können wir sogar rennen, 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 rennen. Oh, ein Schneemann! Hallo! Hallo! Hast du kein Gesicht? Oh, doch, da. Ja, danke. Jetzt haben wir die mal getötet, ne? Wir werfen hier mit Schneebällen rum. Bip, 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 bip. Ja, die Strecke ist zerstört worden. Ja, schade. Schade, dass die zerstört worden ist. Nein, aber von wem nur? Du musst dich umschauen. Folge den grünen Spuren in den Wald. Grüne Spuren? Da, grüne Spur, grüne Spuren. Ja. Spuren, ja, hallo, schlag dich. Yay, in der Weihnachtsbäckerei sind wir hier nicht. Ja, ja, grüne Spuren, aber hier ist ein Geschenk. Geschenk, Geschenk, ich freue mich über Geschenke. Ja, der Weihnachtsmann freut sich immer über Geschenke, ne? Ja, deswegen verteilt er die auch. Aber für seine Belohnung kriegt er natürlich immer einen Diamanten. Ja, Geschenke gegen Diamant. Ist immer ein fairer Preis, ne? Also ja, ein Diamant, der viel wert ist, für ein paar lepprige Geschenke wie eine Nintendo Wii oder so, ja. Ja, hier muss es sein. Geh in die Hölle und gib das erstrote Geschenk. Ja, unlogisch. Ja, hier in der Kiste findest du, was du brauchst. Ein Schalter. Ein Schalter. Ui, nein, da geht's runter. Oh, oh, oh. Ich will ja keinen Schaden erhalten. Ich will ja keinen Schaden bekommen. Ne? Nö, nö, nö. Runterspringen. Weh, jetzt sind wir hier unten. Ja, es gibt drei Wege. Du musst den richtigen suchen. Ja, wenn du einen falschen gefunden hast, verschließ ihn mit Stein. Viel Erfolg. Richtige Suche. Ja, toll. Sachen. Golden Helm. Iron Boots. Iron Legends. Iron Chestplate. Ach, Iron Stone Sword. Iron, würde ich dann sagen, ne? Ja. Ja, wir tauschen unsere Stoffsachen gegen Eisensachen, ne? Ja, jetzt habe ich eine Krone auf. Ist doch auch mal schön, ne? Ja, Legends habe ich jetzt auch. Ja, okay, das sieht ein bisschen komisch aus, aber ja, jetzt sind wir nun mal blind. Jetzt können wir nichts mehr sehen, ne? Ja, Pech halt, aber so ist es halt. Jetzt nehmen wir das komische Teil hier in der Hand und dann gehen wir hier durch. Ja, wir sind hier. Ja. Hier ist erstmal nix. Nix, nix, nix. Oh. Ja. Gehen wir doch gleich mal durch die glorreiche Mitte. Mal gucken, wo wir da landen. Ja. Die Mitte muss doch immer das Richtige sein, ne? Deswegen ist halt die Mitte. Immer, immer. Ja, ich denke mal, das Beste. Ich entscheide mich immer für die Mitte. Mitte ist also immer eigentlich ganz gut. Du hast den richtigen Weg? Oh, schön. Ja, ich sag ja, die Mitte ist immer richtig. Hinter der Tür sind böse Kinder. Bestraf sie und leg das rote Geschenk in die durch Wolle markierte Stelle rot. Dann geh schnell auf die andere Seite. Oh, da sind böse Kinder hinter. Nein, ich leg erstmal das rote Geschenk hier ab. Ja, ich glaube, das ist so richtig. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Ab in die Hölle. Nein, ich muss zu den bösen Kindern in die Hölle. Ich muss denen Geschenke geben. Ja. Okay, jetzt sind wir in der Hölle. Oh, jetzt sind wir in der Hölle. Ja.